Hallo liebe Zuschauer, ich habe noch mal ein sehenswertes Unboxing für euch. Es gibt wieder was aus dem Konsolenbereich und zwar dieser Xbox Series S bzw. Series X Controller, den Microsoft im vergangenen Jahr anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums der Xbox veröffentlicht haben. An den bin ich jetzt zum einigermaßen vernünftigen Preis von 70 Euro rangekommen. Und dieser Controller bietet so ein paar Easter Eggs und ein Easter Egg hat mich dem Grunde nach dazu veranlasst, hier mal ein kleines Special zu machen. So sinngemäß aktuelle Hardware trifft auf Retro. Das ist dann für alle Interessierten was. Und deswegen werde ich euch mal meine Controller, die ich jetzt hier auf der rechten Seite teilweise schon platziert habe, mal vorstellen. Von der Xbox Classic bis zu den aktuellen Controllern mit ein bisschen Hintergrundinfos zu den verschiedenen Controllern, die jetzt so seit 20 Jahren auf dem Markt waren. Und ich hoffe mal, dass ich damit sowohl diejenigen, die sich für aktuelle Themen interessieren, als auch für Retro-Freundinnen gleichermaßen gerecht werde. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Es geht wie immer direkt los nach dem Intro. Ich starte erstmal mit einer Rundumschau um die Verpackung, möchte mich für die dürftigen Lichtverhältnisse entschuldigen. Das hat aber seinen Sinn, da wir das erste Easter Egg, was Microsoft hier versteckt hat auf diesem Produkt, sich auf der Verpackung befindet und wir das Ganze besser sehen können, wenn die Lichtverhältnisse etwas dürftiger sind, beziehungsweise ich hier das mit dem UV-Licht beleuchte und ich habe mir hier so eine kleine UV-Lampe besorgt für dieses Video und da können wir hier schon auf der Vorderseite erkennen, schemenhaft im Hintergrund, wenn wir das Ganze mit UV oder Schwarzlicht anstrahlen, dass hier wunderschön zum Vorschein kommt der ursprüngliche Xbox Classic Controller, der bei uns in Europa erschienen ist mit dem Spitznamen Duke, ein verhältnismäßig großer Controller und dieser hat mich dann auch dazu inspiriert, dass ich so ein kleines Controller Special mit euch machen möchte. Das ist nämlich dieser Controller, den ich von meiner Xbox Classic ebenfalls in meinem Besitz habe und deswegen werden wir mal die verschiedenen Controller uns angucken im Vergleich, wie sich das entwickelt hat. Jetzt aber erstmal weiter hier zu diesem Xbox Series S oder Series X Controller anlässlich zum 20. Jubiläum und ich würde jetzt mal für ein bisschen bessere Lichtverhältnisse sorgen. Was diesen UV-Lichteffekt betrifft, zeige ich euch auch nach dem Unboxing noch ein kurzes Easter Egg zur Microsoft Xbox Konsole zum 20-jährigen Jubiläum. In der Halo Edition, die ich euch ja bereits auf meinem Kanal vorgestellt hatte, da habe ich einen Tipp aus der Community bekommen. Vielen Dank. Da gibt es nämlich auch einen recht netten Effekt, den ich nicht wusste und den würde ich euch gerne natürlich auch im Nachgang der Vollständigkeit halber noch gerne zeigen. Auch durchaus sehr, sehr sehenswert. Schauen wir uns den Rest auf der Vorderseite nochmal an. Wir haben hier so in einem Art Zeitrad die Jahre 2001, also das Jahr, in dem die erste Xbox Classic erschienen ist, hier bis zum Jahre 2021, also zum 20-jährigen Jubiläum, ist recht schön und ansprechend gemacht. Also was Design betrifft, finde ich, hat es Microsoft bzw. hier Phil Spencer, der ja verantwortlich ist für die Xbox-Branche bzw. die Konsolenbranche bei Microsoft wirklich raus. Also das sieht sehr, sehr nett aus und man kann natürlich hier auch schon so einen Blick auf den Controller erhaschen, was einen da so erwartet. Das Ganze ist hier so transparent gehalten, hier mit einem Aufdruck zum 20-jährigen Jubiläum. Das sieht, finde ich, auch richtig schön aus und wir werfen nochmal einen Blick auf die Seiten bzw. auf die Rückseite. Da gibt es da noch ein bisschen was zu den Features, zu dem Controller, was der noch bietet, neben den normalen Features, die ebenso ein Xbox Series S oder X Controller mitbringt. Und dann hier auf der linken Seite gibt es noch mal ein bisschen Information, noch mal auch der Hinweis auf das 20-jährige Bestehen der Xbox und hier auf der Unter- und Oberseite. Aber das ist jetzt weniger spannend.
Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal in das Innere. Xbox-typisch wird die Verpackung wieder so nach oben aufgeklappt. Kennen wir ja auch so von der Konsole selbst. Und dann kommt hier zum Vorschein, finde ich richtig schön präsentiert, der Star der Show, der Controller. Und ich denke mal, das ist wirklich ein richtiger Eye-Catcher. Der sieht toll aus hier mit diesem transparenten Design. Also sehr, sehr ansprechend. Ich mochte ja auch die von der Xbox One oder 360 bekannten transparenten Afterglow-Controller mit dem RGB-Effekt, sehen auch sehr, sehr schön aus, sind aber leider kabelgebunden. Aber da hat wirklich Microsoft oder hier der Verantwortliche Phil Spencer wirklich Geschmack bewiesen auch. Also es sieht richtig klasse aus. Von dem Grün kann man jetzt halten, was man möchte. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Giftgrün, was sich auch jetzt hier bei den Griffschalen oder Griffhörnchen so anzeigt. Und auch oben auf dem Button, der Xbox-Button, der ist auch hier so grün abgesetzt. Aber das sind natürlich einfach Microsofts Farben und das Ganze soll halt so ein bisschen, denke ich mal, auch bewusst Aggressivität ausstrahlen. Also hat man sich hier für dieses Giftgrün entschieden. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, das sieht ganz nett aus und die Rückseite, die ist auch wieder leicht gummiert für besseren Grip. Also das ist noch ein weiterer Unterschied jetzt zu dem herkömmlichen Xbox Series S oder Series X Controller. Also so ähnlich wie das auch schon bei dem Controller von der Xbox in der Halo Edition anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Fall ist, hat man sich also auch hier schon ein bisschen für den besseren Grip entschieden. Ist so ein Feature, was man sich dann von dem Elite Controller abgeguckt hat. Ansonsten wird von den Tasten her und von der Anordnung herkömmliche Kost geboten, also da gibt es jetzt nichts Besonderes. Wir haben hier unsere klassischen Buttons, der Share-Button, der ja hier in der Series S und Series X Generation dazugekommen ist. Wir haben hier die analogen Sticks, wir haben hier die Bumper hier oben, die Trigger, das fühlt sich auch alles identisch an. Hier dieser kleine Schriftzug mit der 20 drauf, ne, nochmal für das 20-jährige Jubiläum. Und dann würde ich mal zum zweiten Easter Egg kommen, was sich auch ein bisschen versteckt befindet. Und zwar, wenn wir hier diese rückseitige Batterieklappe entfernen, dann bekommen wir hier auch nochmal von Phil Spencer so ein kleines Sprüchlein: When everybody plays, we all win. Und hier mit einer schönen Signatur von Phil Spencer, also auch noch mal richtig schön gemacht. Das ist hier so ein bisschen versteckt. Also das zweite Easter Egg, was dieser Controller mit sich bringt, was man nicht unbedingt so auf den ersten Blick sieht. Schauen wir uns den restlichen Inhalt noch mal an, wenn auch nicht ganz so interessant. Aber hier liegen Batterien dabei. Ist ein bisschen schade, das hatte ich ja schon bei dem Xbox Controller in der Halo Edition bemängelt. Finde ich ein bisschen schade, dass da jetzt nicht dieser aufladbare Akku-Pack schon mit dabei ist bei diesen Special Edition Controllers. Ein bisschen schade. Batterien ist ja dann in der heutigen Zeit auch nicht mehr unbedingt so nachhaltig. Also da wäre so ein Akku-Pack mit Sicherheit besser gewesen. Und dann kommt hier noch ein bisschen Papierkram zu diesem Controller. Und dann gibt es hier auch eine App, wo man dann entsprechend die Tasten auch noch konfigurieren und einstellen kann. Und dann gibt es hier nochmal ein richtig dickes Garantieheft. Aber das schauen wir uns nicht an. Mehrsprachig, ziemlich langweilig. Und hier unten ist nochmal ein Faltblatt mit der Seriennummer und so weiter und so verschiedenen Zertifikaten, aber das ist jetzt auch nicht wirklich so interessant. Und das war es dem Grunde nach dann schon. Ich habe noch einen sehr coolen Hinweis in den Kommentaren zu meinem Unboxing der Xbox Series X in der Halo Infinite Edition bekommen. Und zwar gibt es hier auch noch ein verborgenes Gimmick. Wenn man hier diesen Sternenhimmel mit UV-Licht anstrahlt, kommt hier ganz verborgen zum Vorschein der Halo Ring. Also sehr, sehr cool gemacht und auch dieser ganze Sternenhimmel, der leuchtet hier blau. Das sieht
richtig, richtig mega cool aus. Schade, dass man nicht immer so ein Schwarzlicht zur Verfügung hat, um diesen Effekt hier dauerhaft anzuzeigen. Ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Vielen Dank hier nochmal an den Zuschauer, der mir diesen Tipp nochmal gegeben hat. Den wollte ich gerne dann in diesem Video mit einfließen lassen. Kommen wir zum dritten Überraschungsei oder Gimmick zu diesem Controller. Ich habe ihn hier jetzt übrigens mal eingeschaltet, damit ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Also das sieht wirklich nett aus mit der weißen Beleuchtung und diesem Grün. Das kommt, finde ich, sehr, sehr gut rüber. Aber richten wir mal unseren Blick auf den Bildschirm und zwar in den Einstellungen unter Personalisierung und dann hier mein Hintergrund. Habt ihr ja die Möglichkeit, verschiedene Hintergründe zu hinterlegen, dynamische Hintergründe, Screenshots oder auch über USB-Datenträger andere Hintergründe einzubinden. Das habe ich teilweise auch schon getan, wie ihr das gesehen habt. Und hier unten unter dynamischen Hintergründen gibt es dann etwas Neues. Hier sind jetzt auch schon recht nette, passende Hintergründe zu dem Thema Xbox. Und dann gibt es hier diesen Hintergrund zum 20-jährigen Jubiläum. Den gibt es nämlich in dem Moment hier mit dazu, meines Wissens nach, wenn man den Controller mit der Xbox verbindet und updatet. Zumindest war dieser Hintergrund bisher so noch nicht vorhanden und dementsprechend kann man das hier dann auswählen und ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig nett aus. Also ist noch mal ein weiteres kleines Gimmick neben den beiden anderen genannten Easter Eggs. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, was der Controller dann hier so an Besonderheiten mit sich bringt, da er ja normalerweise auch in dem Preisbereich von roundabout 65 Euro liegt, also unwesentlich mehr als der normale Controller, aber er ist halt eben limited und dementsprechend ist er dann irgendwann auch leider dann nicht mehr verfügbar oder nur noch zu höheren Preisen zu bekommen. Das ist natürlich immer die Krux an der Sache. Aber wie gesagt, recht schöne Sachen, die der Controller hier mit sich bringt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle am Ende des ersten Teils bei euch entschuldigen. Ich habe erst im Laufe des Videoschnitts bemerkt, wie lange mein Videobeitrag bzw. mein aufgenommenes Material eigentlich ist und mich daher kurzerhand entschieden, doch zwei Teile draus zu machen, da sie zwar irgendwie thematisch schon ein Stück weit zusammenpassen, aber doch eine unterschiedliche Zielgruppe ansprechen. Einmal diejenigen, die sich eben nur für aktuelle Hardware interessieren und natürlich auch die Retro-Freunde. Ich hatte anfangs gedacht, dass das ganz gut zusammenpassen würde, aber das Ganze wäre dann jetzt länger als eine Dreiviertelstunde geworden und deswegen habe ich das dann nach dieser Zielgruppe getrennt. Daher bitte die Retro-Freunde hier nicht traurig sein. Ihr werdet nächste Woche entschädigt und bekommt dafür satte 35 Minuten zu meinem Xbox Controller Special. Und damit bin ich dann aus dem Video raus. Bis zum nächsten Teil bzw. bis zur nächsten Woche, euer Retro-Pionier.